Strahlende Sonne und rauschender Verkehr. Ein normales Wochenende bricht an. Also wir stehen hier bei unserem Balkon, der ja eigentlich sehr schön ist. Aber es ist halt zur Straße hin und dadurch auch etwas laut. Selbst an einem ruhigen Freitag fahren doch noch einige Autos vorbei. Ja, wir haben uns das schon ein bisschen ruhiger vorgestellt, so für die Zukunft. Weil die Wohnung zu laut ist, will das Ehepaar Röthenbacher wegziehen. Ihr zukünftiges Heim steht am Waldrand, in Wolkersdorf bei Schwabach, wenige Kilometer südlich von Nürnberg. Drei große Bäume mussten für den Neubau weichen. Diese alte Eiche soll unbedingt überleben. 1,5 Jahre werden die Bauherren bangen, ob sie es schafft. Professor Matthias Löbermann, der Architekt. Der Wald. Die Baustelle. Der Ausblick. Ja, ein sehr schöner Blick. Könnte mir auch für mich selbst privat gefallen. Ich glaube, dass das dafür, dass die Sonne, dass man da keine Sonne hat, ist das dafür sozusagen gebührlich ersetzt. Den Mehrwert, weil die Bäume werden ja auch alle sonnenbeschienen. Das ist eigentlich auch sehr schön, ne? So sehr der Architekt auch schwärmt, das Grundstück ist ein steiler Hang und der Ausblick geht direkt nach Norden. Höchststrafe oder Herausforderung? Zunächst mal zeichnet sich das Grundstück ja dadurch aus, dass sozusagen der Blick nach Norden gesehen ein ganz wunderbarer und wunderschöner ist. Deswegen wollten wir den natürlich auf der einen Seite auch im Haus generieren. Und zum Zweiten wollten wir durch eine geschickte Baukörperlösung möglichst wenig mit dem Gelände machen. Die Idee war also eigentlich, das Haus auf eine Art Scholle zu stellen und das Gelände darunter ganz durchlaufen zu lassen. Das hat sich dann etwas modifiziert durch die Planung. Und die zweite Idee war, eine Lösung zu finden, wie man das Südlicht in das Haus hineinbringt, gleichzeitig zusammen mit dem Ausblick nach Norden. Gegen die Natur oder mit der Natur gestalten. Eine Grundsatzentscheidung. Man kann unter Umständen was sparen, dadurch, wenn man den Ort, die Qualität des Ortes zu seinem Entwurf dazunimmt. Und wer das nicht macht, der vergibt einfach sozusagen ein kostenloses Angebot der Natur oder der städtebaulichen Umgebung für seinen eigenen Entwurf. Sprach's und übergibt an den Kollegen Erik alles. Erik alles betreut auch die Details des Baus. Genauso wichtig, hinhören bei den Sorgen der Bauherren. Der ganze Grundriss kommt mir ein bisschen schmal vor. Ich meine, es kommt nur ein bisschen die Treppe raus, dann, also die Stufe nach hinten, das freischwebende. Aber das ist normal, dass der Bauherr das Gebäude eher als zu klein immer empfindet. Okay. Am Anfang zumindest. Oh. Okay, dann gehen wir mal runter. Okay. Vom Souterrain wird man direkt in den Garten treten können. Im Erdgeschoss darüber liegt dann der große Wohnraum, ebenerdig auf Eingangsniveau. Ich freue mich wirklich so auf den Einzug, wenn wir dann endlich einmal vor den Panoramafenstern sitzen. So. Lange hin. Und was freut den Architekten? Was mich freut, ja, wie gesagt, einfach, dass es jetzt losgeht. Einfach, dass es die Planungsphase erstreckt sich bei uns im Büro immer relativ lange. Und dann, wie gesagt, einfach, es geht los, dann ist es einfach, man atmet die Baustelle ein. Klingt blöd, aber es ist einfach für uns so, wir riechen gerne den Beton. Und man weiß auch, man schafft Fakten. Also es ist dann nicht mehr so, dass man hin und her überlegt. Und wir wissen, Bauherren entscheiden äußerst schwierig nur, weil sie bauen einmal und sind immer, ja, meistens zumindest einmal im Leben. Und sie sind hin und her gerissen. Und man schafft einfach einen Fakt.
wichtigsten Teil der Familie. Ja, wer kommt denn da? Paula. Frauen, Damen, bis um 9:30 Uhr. Servus. Mutter Susanne Röthenbacher bringt sie jede Woche zum Onkel Clemens. Der passt auf die Kleine auf, wenn die Eltern wegen des Neubaus zu tun haben. Aus diesem Grunde kennt Clemens Eckert die Pläne für das neue Haus natürlich genau und hat eine klare Meinung dazu. Man kann da geteilter Meinung sein. Also ein Nordgrundstück ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich hätte halt immer gern die Sonne und hätte das Haus so ausgerichtet, dass ich Tag und Nacht, wenn die Sonne bei uns einmal scheint, Sie wissen ja, wie das ist, man hat ein halbes Jahr keine Sonne und dann das andere halbe Jahr ist dann ein Vierteljahr Regen und dann ist natürlich eine Nordseite aus meiner Sicht aus nicht so toll. Genau weil so ein Problem nicht einfach zu bewältigen ist, brauchen die Röthenbachers einen Architekten. Jetzt ist er ja ökologisch ganz, ganz weit vorn, mit Wärmepumpe will er machen und das und dämmen und alle neuen Baustoffe. Aber in ein fränkisches Gebiet kann fränkische Ziegeln und nicht irgendwie nichts gegen Europa. Aber man muss schon irgendwo seine Wurzeln irgendwo auch dokumentieren, indem man dann vom Baustil her sagt, okay, weniger Holz, weil wir sind ja da in einem waldreichen Gebiet und ein wenig eine rote fränkische Ziegel. Aber gut, das ist halt, wie Anfang erwähnt, immer eine individuelle Sache. Erdbraun statt fränkisch rot. Die Röthenbachers trauen sich was. Sagen wir Ziegeln, da gibt es ein gewisses Gefühl von Süden. Farbton, das ist natürlich auch wunderschön. Alles, was wir hier. Der kleine Ziegel gefällt den Bauherren besonders gut. Doch er ist deutlich teurer als der größere, der unten liegt. Ja, die Erfahrungen machen eigentlich schon mein ganzes Leben. Das ist alles das, was mir gefällt am besten. Also, nee, ich meine in Bezug auf den Dachziegel, ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine Bauchentscheidung. Also wenn die Kosten nicht allzu sehr durchs Dach schießen. Also. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also. Man verliebt sich halt immer in irgendwas und dann ist man fixiert darauf. Ne? Und dann ist man fixiert, das ist das Problem. Drauf, ganz genau. Und dann denkt man sich später, wenn man das dann nicht genommen hat, hätte ich doch, jetzt bereue ich es doch. Ne? Ja. Das ist oft die Entscheidung. Die Eiche steht noch. Das Haus ist schon den Hang emporgewachsen. Susanne Röthenbacher ist technische Redakteurin. Ihr Mann Armin Industriemeister. Das vollberufstätige Ehepaar will sich mit dem Haus ein Refugium schaffen. Der neue Wohnsitz soll ein Ort der Ruhe und Erholung sein. Also was mich überrascht hat, war eigentlich, dass man, wenn man hier reinkommt, dass man schon auf so einer Höhe ist im Erdgeschoss, dass man schon so mitten in den Bäumen, mitten auf die Bäume blickt und in die Baumwipfel rein. Nach wie vor fit, die Eiche. Das zukünftige Elternschlafzimmer. Der Wohn-Essbereich und der Eingang. Erste Eindrücke. Für mich sind es eigentlich ja, fast schon überwältigende Eindrücke, so von der Raumgröße her, überhaupt von der Art her. Ich meine, wir haben ja bisher relativ, sag jetzt mal, in normalen, in Anführungszeichen, Räumlichkeiten irgendwo gewohnt und jetzt ist halt doch ein bisschen alles ein bisschen größer. Die Aufteilung ist anders und insbesondere auch die Aussicht, eigentlich alles. Matthias Löbermann wohnt in Nürnberg. Mitten in der Stadt hat er verwirklicht, was auch die Röthenbachers wollen. Einen rundum geschützten Rückzugsbereich. Ein Hofhaus.
Wir haben früher in einer Altbauwohnung in der Südstadt gelebt und hatten einen Balkon zur Straße raus. Und es war immer sehr, sehr laut dort. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir in die Stadt ziehen wollen, dann müssten wir eine Situation schaffen, in der es deutlich entspannter und freilebiger zugeht. Und das bietet ein Atrium, weil es den Wohnraum vergrößert, verlängert optisch und weil es, wenn die Wände geschlossen sind, auch ein Raum ist, der einen Schutz bietet vor Einblicken anderer, aber auch als psychologischer Schutz, dass man sich selber wohlfühlt. Ein Atrium bietet Ruhe. Man hört nur die Vögel. Verkehrslärm bleibt draußen. Wer keine teure Beschattung einbauen will, kann ein Ranggewächs pflanzen. Das lässt im Winter die Sonne herein und bietet im Sommer Schatten. Bei den Rüttenbachers sind die Arbeiten für das Atrium mittlerweile in vollem Gang. Der geschützte Innenhof steht in direkter Verbindung zu den Innenräumen und bietet auch hier in Schwabach Schutz vor Straßenlärm und Einblicken. Solch ein geschlossener Außenraum ist für viele gewöhnungsbedürftig. Der Onkel unterweist Paula inzwischen in fränkischer Baukunst. Gut, dass Paula nicht weiß, was der Onkel über das Haus ihrer Eltern denkt. Ich habe ja gesagt, er wird sich wahrscheinlich einmauern. Ne? Und jetzt schauen wir mal, was in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr rauskommt. Ich habe ja schon mal gesagt, wahrscheinlich braucht er nur so ein paar Pechnasen und Schießschatten, damit die ganze Geschichte da in sich, und ich habe auch noch einen alten Stacheldraht, habe ich gesagt, dann können wir das Ding hermetisch abriegeln. Aber ich bin einmal gespannt, wie es wird. So den Plan, muss ich sagen, fällt mir die Kenntnis, das rauszulesen, wie diese Verschachtelungen. Also es ist auf alle Fälle architektonisch wahrscheinlich sogar ein sehr interessantes Haus. Aber das muss man erst sehen, wenn man es am Plan kann ich da nichts erkennen. Die kleinen, aber teuren Ziegel sind schon auf dem Dach. Eine Bauchentscheidung. Verständlich, denn wegen der Hanglage blickt man vom Eingangsbereich direkt aufs Dach. Tochter Paula ist zum ersten Mal auf der Baustelle. Sie sitzt sofort gemütlich im Atrium. Hier wird sie in Zukunft spielen. Die Eltern können sie dann von der Küchenzeile oder der Couch aus direkt im Blick haben. Die Rüttenbachers haben Bände von Material über ihren Traum vom Innenhof. Insbesondere wenn man diese Innenhöfe sieht, also da, wo wir auch gewohnt haben auf so einem alten Bauernhof. Eben, und da war so ein wunderschöner Innenhof und der hat uns eigentlich dazu inspiriert, dass wir uns selber sowas schaffen hier. Da hat man so richtig gemerkt, in so einem Innenhof hat man eine ganz andere Atmosphäre, ganz privat hier irgendwie. Es ist die Verlängerung des Hauses nur ohne Dach. Das ist also genial. Und ja, das haben wir eigentlich vor, hier in Wolgersdorf irgendwie für uns die Atmosphäre auch ein bisschen einzufangen. Zu schaffen, ja, genau. Jetzt wird es ernst für Bauherren und Architekten. Hat der Onkel seinen Stacheldraht dabei? Aber wenn es jetzt unten Styropor ist. Das sind ja mindestens 20 cm. Ja, das ist Perimeterdämmung, die darf im Wasser stehen. Feuchtigkeitsbereich. Und dann kommt so ein Gewebe, Kunststoffgewebe. Auf Schießscharten und Pechnasen war Clemens Eckert vorbereitet. Vorerst sind da nur die Waffen der Energieeffizienz. 20 cm Mineralwolle, hochgedämmte Wände und eine Wärmepumpe. Den Treppchen muss man dann aufziehen. Nun die nächste Prüfung. Haben sich die Bauherren eingemauert und womöglich zu wenig fränkische Baustoffe verarbeitet? Ja, schau mal, wo die Paula ist. Und das steht über dem Feld. Und so rustikal irgendwas ahnen machen, dass man sagt, doch, so Balken oder sowas. Rustikal, das ist doch. So Balken, das zu so ein altes Fachwerk, meine ich. Nein, das jetzt nicht, aber die Frau Hultmacher hat von Anfang an
Bild im Kopf gehabt von einer Natursteinwand. Mhm. Das haben wir versucht immer. Nicht auszureden, wir sind immer nicht so ganz drauf eingegangen. Mhm. So. Aber es kam immer wieder. In die Richtung, was willst du, dann ist es ja fast in die Fränkische, beziehungsweise in die Steinpfalzform, wo du wirklich so Naturkalksteine findest. Mhm. Und da sind sehr viele Einschlüsse. Ja. Na, das mache ich Ihnen. Gestern war ich hier auf der Baustelle und dann, also im Winter ist ja die Sonne flacher, steht flacher. Und dann hat die wirklich komplett durch das Wohnzimmer geschienen, ja, bis auf die hintere Wand. Also das ist ein lichtdurchfluteter Raum. Im Sommer hingegen steht sie steiler, da haben wir dann die Ausgrabung. Da hast du dann den Vorplatz und den Vordächchen. Sonne, Wärme, draußen und ist trotzdem hell. Ja. Also. Da haben wir gesagt, na, der mauert sich ein, der baut sich wieder einen Bunker und dann machen wir da vorne zwei Skischatten rein und dann ist die Sache. Aber jetzt, wo ich das sehe und ist das erlebe, komplett, ja, darf ich das nicht mehr sagen und ich revidiere das auch, ist es ein toller Stil, den er da hergezaubert hat oder herzaubert hat lassen. Genau, das war auch unsere Intention, eben, dass wir einen Außenraumbezug herstellen. Also sowohl den Fernblick haben, aber auch uns zurückziehen können. Was heißt wir uns? Der Bauherr Orte hat, indem er einfach sich von der Außenraum abschotten kann, von der Außenwelt abschotten kann. Das war von Anfang an, in den ersten Gesprächen kam das so raus. Dann hat die Topografie eine wichtige Rolle gespielt. Diese Hanglage, dass man reinkommt. Puh, die Sache mit Onkel Clemens ist vorerst gut ausgegangen. Aber schon wartet die nächste Prüfung, die Bodenbeläge. Nach langer Überlegung hat man sich für Stein entschieden. Doch welcher Stein soll es sein? Das Ende vom mühseligen Hin und Her, Schiefer. Nun müssen sie aber aus einem Dutzend Helligkeitsstufen und Oberflächen die richtige Sorte aussuchen. Diese Schieferplatten sollen als verbindendes Element im gesamten Erdgeschoss verlegt werden. Wenn halt Paula schon mitentscheiden würde, aber so bleibt nur ein Weg. Ich denke mal, wir werden noch was mitnehmen und dann sind wir mal vor Ort, dann auslegen und dann mal gucken, wie das dann wirkt letztendlich. Insbesondere auch mit dem Lichteinfall, dann, wo wir dann in Wolgersdorf haben. Ja, gut. Ich meine, die anderen Fliesen habe ich ja überhaupt keine Vorstellung. Ne? So für das Bad und etc. Also für die Wandfliesen. Müssen wir nochmal schauen. Na, also, da bin ich ja gänzlich unbedarft. Zwei Monate später ist die Entscheidung zu besichtigen. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schon. Ja, ja. Also das ganze Muster, sind wir jetzt mal so Fliesenstücke genommen, da wo man die Struktur eigentlich relativ gut sieht. Ne? Mhm. Man jetzt momentan, wie gesagt, ist ein wenig staubig. Aber die beiden sind sich einig. Halt geradezu ein Herz und eine Seele. An sich ist das ein wunderbarer Boden. Das war schon eine richtige Wahl, auf jeden Fall. Mhm. Bauen kann so schön sein. Auch die Eiche lebt und gedeiht. Die Bauherren haben den Putz am Hofhaus des Architekten gesehen und wollen ihn genauso auch für ihr Haus. Im ersten Stock liegen Schieferplatten nur im Bad. Das Erdgeschoss dagegen hat einen durchgehenden Schieferboden. Paula macht wieder ihren gewohnten Gang zum Onkel. Das heißt, die Eltern sind wieder einmal mit dem Haus beschäftigt. Der Umzug steht an. Ja,
Die Möbel aus der alten Wohnung werden sich im neuen Haus auf 4 Zimmer verteilen. Elternschlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer und Wohn-Ess-Bereich. Es ist kein nennenswerter Zuwachs an Wohnfläche, wohl aber an Wohnqualität. Allzu lange hat es Paula beim Onkel doch nicht ausgehalten. Es geht durch die Zugangstür des Atriums. Von dort in den Wohn-Ess-Bereich. Der Eingangsbereich. Die Natursteinmauer im Innenhof. Großes Kino. Oben die Schlafetage. Die gesunde Eiche. Eine Gaube, lässig auf das Dach gesetzt. Das Atrium als Zwischenlager für den Umzug und als zukünftiger Rückzugsbereich. Ein Haus gebaut, einen Baum gerettet, ein Kind gezeugt. Stolz kann nun Erik alles seinem Sohn zeigen, was der Papa für tolle Sachen macht. Oben entlang an der Brüstung weiter. Es dauert bei unseren Häusern immer ganz lange, bis sich alles zusammenfügt. Und die letzten Oberflächen sind dann so das Entscheidende und geben dem Haus dann das Gepräge. Also die Gestalt, die liest man ja relativ bald ab. Aber die Oberflächen, die machen dann auch den Charakter des Gebäudes aus. Und die kommen natürlich erst am Schluss. Und die geben eben, wie ich gerade gesagt habe, dem Ganzen dann so das Gepräge. Also abwarten bis zum Schluss und dann ist das Ergebnis auch meistens gut. Der endgültige Putz, ein dunkles Grau. Der Zusammenklang von drei unterschiedlichen Oberflächen. Achtung! Jetzt kommt erst einmal der Aufzug. Paula und der Onkel. Die Freundschaft der beiden wird garantiert über die Bauphase hinaus bestehen bleiben. Zumal der Onkel ja lernfähig zu sein scheint. Du hast vielleicht vorher ein wenig zu arg vom Leder gezogen. Du hättest vielleicht doch ein wenig die Schnauze halten sollen. Und hättest dann nicht immer in Gewissenskonflikte bringen sollen. Weil es ist ja das andere, er diskutiert ja das auch mit seiner Frau. Und da kannst du natürlich dann auch sagen, der hat wieder das gesagt und das. Und es ist ja schon wichtig, dass sich die beiden untereinander klar sind, was sie haben wollen. Darum war das vielleicht jetzt im Nachhinein schlecht, dass ich oft auch einmal so frei gesagt habe, das ist nicht so toll. Und da habe ich vielleicht das eine oder andere in Streit mit verursacht. Da möchte ich mich jetzt auch jetzt im Nachhinein vielleicht ein wenig entschuldigen. Aber nur ein wenig. Das Haus ist fertig, eingerichtet und bezogen. Man betritt es vom Außenbereich durch die seitlich liegende Haustür. Blicke nach draußen, nach allen Seiten. Das Arbeitszimmer. Der Lieblingsplatz der Bauherrin. Blicke aus dem Bad und aus der Gaube gegenüber, oben in der Schlafzimmeretage. Blicke in den Eingangsbereich. Trotz der Geschlossenheit ist Weitläufigkeit hier Prinzip. Also ich finde es ganz schön, wenn man in ein Haus nicht gleich zur Tür reinfällt, sondern wenn es eine Vorzone gibt, die quasi noch öffentlich ist, aber schon dem Privaten zugeneigt ist. Und das haben wir versucht so auch zu machen. Ich zeige das mal vielleicht ein bisschen. Man kommt also diese Schräge an, hat einen Vorplatz mit der alten Eiche und kommt dann in eine überdachte Situation, wo man dann seitlich eigentlich in die Eingangstür reingeht. Das heißt, man sieht die Eingangstür von vornherein gar nicht und hat aber gleichzeitig einen kleinen Inneneinblick schon in den privaten Innenhof, der aber bei Bedarf natürlich verschließbar ist.
Die waagerechte der Atriumswand trifft auf das Satteldach. Der Gebäudekörper fügt sich sanft in den Hang. Die locker aufgesetzte Gaube, das deutlich wahrnehmbare Ziegeldach, die geringen Dachüberstände betonen die Gestalt. Man sieht von vorne eigentlich nur ein eingeschossiges Gebäude mit einer relativ großen Dachfront und der durchgehenden Gaube. Und es entwickelt sich zu dem großzügigen Garten nach Norden hinaus, zu einer plastisch ausgeformten dreigeschossigen Skulptur, die, glaube ich, dem Grundstück sehr gerecht wird. Man sieht es bei den Nachbarhäusern, die ducken sich eigentlich eher sozusagen in das Grundstück hinein. Und wir haben versucht, diese eigentlich unattraktive Nordseite zu inszenieren und sie wie so ein Schiffsbug plastisch auszuformen. Rückzugsbereich Atrium. Komplett lärm- und sichtgeschützt. Der Hofbereich vermittelt Geborgenheit. Im Innenbereich Ausblicke ins Grüne, nach allen Himmelsrichtungen. Das große Panoramafenster im Erdgeschoss liegt 5 Meter über dem Gelände, dank der vermeintlich ungünstigen Hanglage. Das ist ja ein sehr hoher Wald und wenn Sie jetzt so einen Blick hätten und würden erdgeschossig rausgehen, dann wäre das eher bedrückend. Da Sie jetzt aber hier quasi im ersten Obergeschoss, also in luftiger Höhe sitzen, ist der Wald weit genug weg und der Blick ist eher erhaben als bedrückend. So empfinde ich das zumindest. Monate sind vergangen. Susanne und Armin Röthenbacher leben jetzt in einem Haus mit einmaligem, außergewöhnlichem Charakter. Ein absolutes Unikat, genau zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse. Bis zuletzt mussten sie mit sich ringen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um nur ja nichts falsch zu machen. Das hat man auch, finde ich, bei dem Haus erst in den letzten Wochen so gemerkt. Die Fassadenarbeiten haben da schon sehr viel verändert. Und da musste, glaube ich, erst, das konnte man sich als Laie auch nicht so vorstellen. Das war für uns auch noch überraschend. Das ist so ein kleines Griechenland in Franken. Ja. So haben wir es erlebt, also wie wir im Urlaub waren. Und ja, ich würde sagen, das ist ähnlich oder genauso eigentlich. Ein Haus an einem steilen Nordhang. Für viele wäre das ein Unding. Architekten und Bauherren haben hier Lösungen gefunden, die überall Gültigkeit besitzen. Licht ins Haus holen, dennoch Privatsphäre ermöglichen. Lärmschutz sicherstellen, hohe Energieeffizienz erreichen. Und das alles unter den ungünstigsten Geländebedingungen. Ein Sieg von Umsicht und Fantasie. Vier Jahre später. Ein Bewohner hat durchgehalten.